Jeder Kikuchi-Kegel entspricht einer bestimmten Raumgitterinterferenz. Auch ein Alpha-Zerfall des Actiniums könnte zu einem stabilen EKJ-Isotop führen. Für die Entstehung des 14-Minuten-Bariums und des 300-Stunden-Bariums haben wir gewisse... Das Carbetoxyaminoxylidin haben wir dann in bekannter Weise auf Lactoflavin verarbeitet. Androstendiol wirkt sowohl wie ein Follikel als auch wie ein Testikelhormon. Besonders wirksam ist... dreifache Fourier-Reihen, die außer von den Gitterkräften noch von der Frequenz... Eigenschaften verschiedener Elemente, die denselben Platz im periodischen System... Sprache der Wissenschaftler. Geheimsprache. Chinesisch für das Ohr des Laien. Ein exotisches Lichterspiel. Thema ist... Die Forschung. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Filmgestaltern versuchte, das Wesen der Forschung an ihren Phänomenen zu untersuchen. Produziert wurde dieser Film von der Gesellschaft für bildende Filme München, unterstützt durch die Badische Anilin- und Sodafabrik Ludwigshafen am Rhein. Die menschliche Gattung handelt im Wesentlichen aus zwei Antrieben heraus. Einmal aus Zwang, zum anderen aus Neugier. Der eine Antrieb also ist Zwang. Die kategorischen Auseinandersetzungen dürfen nicht unerwähnt bleiben. Die menschlichen Gruppen angesichts der Natur. Ebenfalls wird man nicht zögern, die natürlichen Feinde zu nennen. Man wird ebenfalls nicht zögern, noch andere Feinde zu nennen. Mikrofeinde. Aus dem Mikrokosmos. Man wird weiterhin nicht zögern, noch andere Feinde zu erwähnen. Hunger, Durst, Kälte etc. Kaum einer aber wird zögern, den wesentlichsten Feind des Menschen zu erwähnen. Den Menschen selbst. Zwang. Sein Weg führt zu tragischen, scheinbar nicht zu korrigierenden Situationen. Der zweite Antrieb zur Handlung ist Neugier. Zuerst die Welt der Kinder. Ein Drachen soll steigen. Wird er nicht zu schwer sein? Ein Haus soll gebaut werden. Werden die Mauern halten? Ein Damm. Wird er dem Wasser standhalten? Jetzt die Welt der Erwachsenen. Dieser Mann will nicht Selbstmord begehen, aber er springt vom Eiffelturm. Wird ihn sein Faltenmantel heil nach unten schweben lassen? Ein Arzt will sich keinesfalls töten, aber er führt eine Sonde eigenhändig in sein Herz. Wird die wissenschaftliche Erkenntnis das Risiko lohnen? Ein Mensch auf dem Wege zu einer Rakete, die ihn in den Weltraum schießen wird. Er will nicht sterben. Er will zur Erde zurückkehren. Neugier. Freiheit zum Spielen. Freiheit zum Suchen. Freiheit zum Untersuchen. Zum Versuchen. Zwang und Neugier werden zu einem Antrieb. Zwang und Freiheit treiben sich wechselseitig. Das ist die grundlegende Situation des Menschen. Das Spielzeughaus kann ein Spielzeugschicksal erleiden. Das große Haus kann abbrennen. Der Miniaturdamm kann ein Miniaturschicksal erleiden. Der große Damm kann brechen. Der Papierdrachen kann ein Papierschicksal erleiden. Der große Drachen kann explodieren, verglühen, nie wiederkehrend auf einer Kreisbahn bleiben. Aber Zwang führt zu Abwehr. Wissbegier zu Erkenntnis. Erkenntnis verhilft zu Abwehrmöglichkeiten. Sie ermöglicht planbare Handlungen. Suchen, untersuchen, versuchen ist Forschen. Forschung ist die sublimste Form der Wissbegier. Hat der Mensch sich immer so verhalten? Als Reiter und Bogenschütze war ich allen überlegen. Ich konnte alles. Mein Gesetz, das alle fürchteten, galt, auf dass der Stärkere nicht den Schwächeren erschlage oder vernichte. Konnte Darius alles mit seinem Gesetz, mit seinem Bogen, mit seinem Schwert? Warum nahm sich der Perserkönig nicht einen Mann wie Pythagoras an seinen Hof? Die Winkelsumme im Dreieck ist gleich zwei rechten Winkeln. Töne klingen dann harmonisch zusammen, wenn die Längen der klingenden Saiten in ganzzahligen Verhältnissen stehen. Hätten sich nicht die geistige Macht eines Pythagoras und die weltliche eines Darius ideal ergänzt? Warum zum Beispiel bauten die antiken Völker keine Segelflugzeuge,
Sie hatten Holz und Leinwand, genauso wie wir. Wäre es für sie nicht reizvoll gewesen, über den Olymp zu fliegen? Warum vergingen mehr als 2000 Jahre im naturwissenschaftlichen Sinne nahezu ereignislos? Auch Leonardo da Vinci entwarf nur. Auch er baute dieses Flugzeug nicht. Warum aber segelte Pythagoras nicht über den Olymp? Und auch Heraklit nicht. Und Aristoteles, Demokrit, Archimedes. Warum aber auch nicht Leonardo da Vinci? Es müssen andere Gründe als die des Verstandes gewesen sein. Der Olymp galt als Sitz der Götter. Man verzichtete darauf, solche gottgegebenen Höhen zu überschreiten. Ikarus war ein warnendes Beispiel. Aber es gab noch wesentlichere Gründe. Es stellte sich heraus, dass die Natur doch komplizierter war, als man angenommen hatte. Und es fehlte eine geeignete Art, vielmehr sogar eine Kunst des naturwissenschaftlichen Denkens. Ein Denkschema nämlich, mit dem die Erscheinungen dieser komplizierten Natur durch logischen Schluss in einen Zusammenhang gebracht werden konnten. Es gibt einen Ursatz für diese Logik. Post hoc ergo propter hoc. Danach, also deshalb. Das heißt, eine beobachtete zeitliche Aufeinanderfolge wird durch einen gedachten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ersetzt. Das bedeutet Möglichkeit des Ordnens im Erscheinungsbild der Natur. Und zwar, je mehr Beobachtungen eine Theorie zu einer Kausalkette zu verbinden weiß, umso wahrer wird sie erscheinen. Wer noch mehr Beobachtungen, also Tatsachen, in einen Zusammenhang bringt, wird noch wahrer erscheinen. Die Zeit der gezielten Beobachtung, des Zählens, Wägens, Messens beginnt. Die Zeit des Experiments. Galilei. Experimentiergeräte, selbst wiederum auf Beobachtungen und Denkprozessen beruhend, werden erdacht, um besser als die menschlichen Sinneswerkzeuge beobachten zu können. Mithilfe des Experiments gelingt es, die nur kargen Andeutungen, die die Natur gibt, zu vervollständigen und zwischen verschiedenen Denkmöglichkeiten zu wählen. Aus Schachregeln ein Spiel machen, wobei nicht so sehr der einzelne Zug, sondern die Kombination aller Züge das Ziel ist, um schließlich in einer genialen Kombination das Schachmatt zu erzwingen. Man kann sich vorstellen, dass Jahrtausende darüber vergehen mussten. Das Ziel ist ein allumfassendes Schachmatt. Es wird wohl nie gelingen. Aber vor 300 Jahren gelang in diesem Spiel eine erste große Kombination. Ihm gelang sie, Isaac Newton. Den Fall eines Apfels zum Boden projizierte er in riesige Entsprechungen. Er berechnete den Lauf der Planeten. Damit begann die moderne Naturwissenschaft. Aber es war noch 200 Jahre zu früh. Die Gesellschaft blieb bei ihren hergebrachten Verhaltensweisen. Diplomatie, Heirat, Krieg. Forschung ist für den Staat noch uninteressant. Der Staat vertraut auf die konventionellen Mittel. Schnepfenzungen in Champagner, Exzellenz. Ist es wichtig, zu wissen, was Phlogiston ist? Die Forschungsergebnisse sind zu theoretisch. Andere Vordringlichkeiten. Wenn du Versailles baust, baue ich Schönbrunn. Ist es wichtig, die Ursachen der Sonnenfinsternis zu kennen? Feste feiern ist anstrengend, jedoch notwendig. Geeignete Mittel, Interessen zu verfolgen. Prestige. Die Pompadour. Eh bien, après nous les déluges. Nach uns die Sündflut. Ist es wichtig, zu wissen, welcher Planet die meisten Monde hat? L'état, c'est moi. Staatsraison. Staatsraison. Die Zauberformel des absolutistischen Zeitalters. Unter ihrer Vormundschaft waren 100 andere Dinge wichtiger als die Forschung. Der Staat bestimmte, wer Schuster werden durfte, wer heiraten durfte, wer Kaffee trinken durfte. Die Kaffeeriecher waren immer unterwegs. Tragisches Exempel,
Friedlieb Ferdinand Runge. Angestellter der Preußischen Staatsbank zu dem Zweck, durch Einfälle und Erfindungen den Umsatz einer Chemiefabrik zu steigern, einerlei auf welche Weise. Runge machte erste Beobachtungen auf dem Gebiet der Chromatographie. Doch der Staat bestimmte, was als Erfindung anzusehen war. Für den Staat waren es keine. 100 Jahre später wird für eine Arbeit über Chromatographie der Nobelpreis verliehen. Tragisches Exempel. Die Staatsräson entließ, nolens volens, ihre Untertanen aus der Vormundschaft. Es war die Freigabe der Persönlichkeit. Laissez faire, laissez aller. Le monde va de lui-même. Lasst die Welt gehen, sie geht von selbst. Davon profitierte nicht nur die Forschung. Glückhaftes Exempel? William Henry Perkin. Chemiker. Entdeckte auf der Suche nach der Herstellung von Chinin eine violette Substanz. Moviin. Perkin erkennt seine Chance. Er borgt sich Geld, baut eine Waschküche aus. Perkin verkauft den ersten synthetischen Farbstoff. Eine Tatsache, die unter dem Zwang der Staatsräson unmöglich gewesen wäre. Glückhaftes Exempel. Die Forschung emanzipierte sich. Und Kaufleute waren es, die den Nutzen der Forschung erkannten. Auf dem Wissensgut der Forschung bauend entstanden die neuen Industrien. Vor etwa 100 Jahren. Die Zeit der Firmengründungen begann. Und jede dieser Gründungen hat ihre Ahnengalerie. Ja, und dann? Umwandlungen setzten ein, wissenschaftliche, technologische, gesellschaftliche, zivilisatorische. Ein Prozess, der sich seither autokatalytisch beschleunigt. Ein Prozess, in dessen Mitte wir stehen. Eine Explosion fast. Nicht vorausgesehene Beschleunigung aller Entwicklungen. Hier Zunahme der verfügbaren Energie. Beschleunigung in der Entwicklung der Geschwindigkeiten. Beschleunigung in der Produktion von Strom, Stahl, Erdöl. Aber hier die wichtigste rote Linie, Zuwachs der Weltbevölkerung. Die menschliche Gattung steht sich selbst im Wege. Wissenschaft und Technik haben diesen Prozess eingeleitet. Die Frage lautet deshalb, haben Wissenschaft und Technik diesen Prozess noch in der Hand? Untersuchen wir diese Frage leidenschaftslos. Die Grundsituation ist folgende. Die Industrie will neue Erzeugnisse, sie will technischen Fortschritt verkaufen. Und sie benutzt dazu die Forschung. Sie setzt dabei große Summen aufs Spiel. Diese Fabrik zum Beispiel gibt im Jahr um 150 Millionen für Forschung aus. Und aus Selbsterhaltungstrieb muss sie sich dem Risiko, das im Wesen jeder Forschung liegt, ausliefern. Hinter der Bezeichnung B9 steht ein Beispiel von Forschungsapparatur. Das Gebäude ist nicht sonderlich repräsentativ, aber wahrscheinlich sind solche Gebäude niemals sonderlich repräsentativ. Das ist jedoch unwichtig für ihre Bedeutung. Hinter den Türen jener Gebäude ist, symbolisch gesehen, ein Organismus beherbergt, der eine besondere Betrachtung erfordert. Es bedarf eines Zwischenspiels, eines Intermezzo. Notwendigkeit des konstruktiven Denkens. Notwendigkeit der Apparatur. Zwang zu Fragestellungen. Freiheit zu Fragestellungen. 87% der Naturwissenschaftler aller Zeiten leben in diesen Tagen. Alle 15 Jahre wächst eine neue Generation von ihnen heran. So groß wie die Zahl aller, die es vorher gegeben hat. Notwendigste Apparatur? Das Gehirn. Eine ungewisse Größe. Immaterielles Stromkreismuster. 15 Milliarden Schaltelemente. Die technische Nachbildung des Gehirns würde Millionen Kubikmeter Raum erfordern. Aus bekannten Vorstellungen Neuartiges konzipieren. Es gibt Finanzämter. Künftige Ergebnisse schon in den Umrissen erkennen, bevor der Beweis erbracht ist. Es gibt Urlaubswünsche. Konglomerat aus Affekten, Stimmungen, Willensbestrebungen. Es gibt Liebe. Formtalent, Ausdruckskraft, Gestaltungsgabe. Es gibt Familiensorgen. Erfindungen zu machen gehört zu den vertraglich festgelegten Aufgaben der Industrieforscher. Forscher haben Krankenkassen und Altersbezüge. Neuanordnung von Formelementen in ungewohntem Sinne an ungewohntem Platz. In Modellbildern denken. Formen des Nachdenkens. Ein hingekritzeltes Männchen. Vielleicht Vorstufe des endgültigen Einfalls. Vielleicht.
Von den Einfällen ihrer Forscher lebt die Industrie. Und vielleicht war irgendein hingekritzeltes Männchen wirklich die Vorstufe für diesen Einfall. Dieser Einfall stellt im Endeffekt einen Schaumstoff dar. Was kann man mit diesem Schaumstoff machen? Der Erfinder weiß es noch nicht. Der Erfinder sieht seine Erfindung zunächst isoliert. Er träumt von ihr, auf seine Art. Man wird Anlagen bauen müssen. Reaktionskessel installieren. Man wird produzieren. Tausende von Tonnen. Man wird Güterzüge damit beladen. Vielleicht ganze Schiffe. Das Werk teilt diesen Optimismus noch nicht. Denn jede Erfindung stellt zunächst ein Risiko dar. Denn sie erfordert Kapital, Investitionskapital. Als Bankdepot brächte dieses Kapital sichere Rendite. Ungewisse oder sichere Rendite. Man sollte also über diesen Einfall Gutachten einholen. Und dafür schafft sich das Unternehmen gewisse Vorahnungsmechanismen, schematisierte Hürden, Kontrollstationen. Es schafft sich vorweggenommene Markturteile. Dieses Haus beherbergt solche Kontrollstationen. In ihm werden die vorweggenommenen Markturteile über unser Beispiel gefällt. Ich nenne es Beispiel Schaumstoff. Erste Hürde, Prüfung der Eigenschaften. Prüfung auf Meerwasserechtheit. 55 Grad 12 Minuten nördliche Breite, 1 Grad 28 Minuten westliche Länge. Motorschiff Endeavour mit Zielhafen Bombay läuft aus. Schaumstoff in Rettungsringen, Schwimmwesten, Ankerbojen. Prüfung auf Wärme-Kälte-Leitfähigkeit. Blick auf die Südflanke des Mount Everest. Isolierplatten für die Wohnhütten bei der Erstbesteigung durch Sir Edmund Hillary. Gewerbetoxikologische Prüfung. Beim Bau eines Hochhauses. Keine Reizwirkung des Schaumstoffes auf Haut und Schleimhaut. Der Einfall des Forschers hat es schwerer, vor den Prüfungsmechanismen des eigenen Werkes zu bestehen, als vor dem Markt, dem eigentlichen Kunden. 9 von 10 Einfällen scheitern an solchen Prüfungen. Ein Einfall von 10 scheitert nicht. In diesem Fall unser Beispiel Schaumstoff. Nächste Hürde. Die Patentlage. Prüfung auf Neuheit des angemeldeten Verfahrens durch das Patentamt. Beansprucht wird ein Verfahren zur Herstellung poröser Massen aus Kunststoffen, dadurch gekennzeichnet, dass in Kunststoffen... Entgegenhaltung dazu ein amerikanisches Patent. In a method of filling a container with a cellular mass of a neue Entgegenhaltung, ein französisches Patent. La présente invention a pour objet un procédé pour préparer une composition... Weitere Entgegenhaltung, italienische. Procedimento per fabbricare un oggetto termoplastico cellulare solido. Способ получения каучука из каучука... Japanische Patente. Ein Großteil aller Einfälle, so stellt sich meist heraus, ist bereits in der Fachliteratur beschrieben. Der Stand des Wissens ist durch einen lückenlosen Literaturnachweis überschaubar. Nur wenige Einfälle scheitern daran nicht. Darunter das Beispiel Schaumstoff. Die Einsprüche aus aller Welt sind gegenstandslos. Patent erteilt. Der Patentbesitz eines Unternehmens stellt einen wesentlichen Teil seiner Potenz dar. Dritte interne Hürde. Kostenrechnung des neuen Schaumstoffs. Ein Rechner. Seine Fragen. Was kostet die Herstellung des neuen Stoffes? Wie teuer sind die Rohstoffe? Wie hoch die Löhne? Welche Kosten muss ich für Energien aufwenden? Welche für die Anschaffung und Wartung der Maschinen? Um wie viel werde ich billiger, wenn ich statt einer Tonne 10, 100 oder 1000 Tonnen im Monat fabriziere? Und so weiter. Noch 100 andere Fragen. Aber da ist noch ein Posten. Der Gewinn. Er muss einkalkuliert werden. Denn ohne Gewinn, der im Notfall aufgegeben werden kann, der als Risikoabdeckung dient und deshalb oft eine Art Angstprämie darstellt, würde kein Produkt auf den Markt gelangen. Dem Zwang zur Kostendeckung, dem Zwang zum Gewinn, fallen viele Erfinder zum Opfer. Nicht jedoch der Erfinder des Schaumstoffes. Die Industrie entscheidet aufgrund von Rentabilitätserwägungen. Aber entschließt sich das Unternehmen auch wirklich, den neuen Schaumstoff herzustellen? Die letzte Hürde. Ein Raum, ein Tisch, ein paar Stühle.
und 8 bis 10 Leute, die zu entscheiden haben. Die interne Entscheidung wird quasi zur Gerichtsverhandlung über einen Angeklagten. Angeklagt ist dabei der Einfall des Forschers. Argumente und Gegenargumente. Der Schaumstoff ist eine gute Investition. Die Investition in die Umstellung der Betriebe von Kohle auf Erdöl wäre angebrachter. Die Kunststoffentwicklung darf aber nicht vernachlässigt werden. Etwa das Farbstoffgeschäft. Man braucht aber Ersatz für auslaufende Produkte. Warum das Projekt nicht überhaupt fallen lassen? Das Werk hat schließlich Vollbeschäftigung. Der Erfinder sieht sich plötzlich mit seiner Erfindung in Konkurrenz zu Kräften, die er weder kennt noch beeinflussen kann. Das Unternehmen unseres Beispiels trifft seine Entscheidung. Meine Herren, ich darf zusammenfassen. Wir entschließen uns, den Schaumstoff herzustellen. Der Einfall unseres Forschers hat alle internen Hürden genommen. Bleibt nur noch der Markt selbst. Das entscheidende Kriterium. Die Vision des Erfinders hat sich erfüllt. Schaumstoff in Dächern, in Fußböden, in Kühlhäusern, als Verpackung, in der Fischerei, im Flugzeug, in den Tropen, in der Arktis und Antarktis. Beispiel Schaumstoff ist das außergewöhnliche Beispiel eines Einfalls. Ein Glücksfall industrieller Forschung. Nächstes Beispiel ist das Beispiel Indigo. Vielleicht war ein solches Männchen die Vorstufe zu diesem blauen Farbstoff. Indigo, einst König der Farbstoffe. Indigo für Tempelgewänder. Indigo für blaue Säle. Indigo für blaue Ameisen. Doch Indigo verschwand. Ein besseres Blau löste es ab. Es war eine Trumpfkarte. Und noch dazu in der Hand, die auch die Indigo-Karte hielt. Frage, warum wurde sie ausgespielt? Warum die eigenen Indigo-Anlagen vorzeitig entwerten? Warum sich selbst Konkurrent sein? Antwort, der Fortschritt hat seine eigenen Gesetze. Kein Patent hält so fest, dass ein Wettbewerber nicht einbrechen könnte. Daher Zwang zum Angebot. Alle 10 Jahre ist ein Drittel aller Produkte veraltet. Wer also nicht bis zur Grenze seiner Leistungsfähigkeit forscht, wird überspielt. Die großen Unternehmen der Welt müssen etwa 5% ihres Umsatzes für Forschung aufwenden. Doch Geld allein genügt nicht. Gute Einfälle sind organisierbar. Das ist eine Form neuen Wettbewerbs. Für diese Form neuen Wettbewerbs steht das Beispiel Wirbelschichtverfahren. Es hatte kein solches Vorzeichen. Es war vielmehr die Konsequenz einer Beobachtung. Und diese Anlage ist das Ergebnis jener Beobachtung. Beim Beispiel Wirbelschichtverfahren verwandelt sich Kohle durch Überleiten von heißen Verbrennungsgasen in Aktivkohle. Und das in einem besonderen Ofen. Und der besondere Zwang dabei ist, die Kohle in möglichst enge Berührung mit den Gasen zu bringen. Der Erfinder machte das so. Er körnte die Kohle und ließ sie in rasch strömendem Gas auf und ab wirbeln. Diese Erfindung war ihr Geld wert. Aber das eigentlich Revolutionierende des Einfalls war, dass dieses Verfahren bei vielen anderen Anlässen, in vielen anderen Industrien angewandt werden konnte. So konnte man plötzlich billiger als je Wasserstoff erzeugen. Und so konnte man plötzlich billiger als je Treibstoffe gewinnen. Und so war es bei der Schwefelsäureherstellung, bei Kunststoffen, synthetischen Fasern, und sogar beim Kaffeerösten. Fazit. Eine Erfindung, die eine zweite, eine dritte, womöglich eine vierte und so weiter auslöst, hat den höchsten Effekt. Mit einem Wurf alle 9 treffen, wäre für jedes Unternehmen das Ideal. In der Regel ist es leider meistens umgekehrt. 9-mal muss man werfen, um eventuell 1-mal zu treffen. Das Beispiel Ammoniak ist das Beispiel von mehr als 70 notwendigen Würfen. Vor zig Jahren wurde entdeckt, dass sich Stickstoff und Wasserstoff bei hoher Temperatur und hohem Druck zu Ammoniak, dem Grundstoff des Kunstdüngers, verbinden lassen. Das war der erste, der grundlegende Wurf.
Aber mehr als 70 Erfindungen waren noch notwendig, um diesen grundlegenden Wurf lebensfähig zu machen. Erfindungen zur technischen Bewältigung des hohen Drucks, der hohen Temperatur, zur Bereitstellung der Ausgangsstoffe, zur Entwicklung wirksamer Katalysatoren, zur Abscheidung des gebildeten Ammoniaks und so weiter. Wurf um Wurf. Aber mit all diesen unumgänglichen Würfen hatte man erst ein Gas, Ammoniak, wenn man so will, in der Hand. Es gab dann noch einige Würfe bis zum streufähigen Kunstdünger. Große Entwicklungen sind oft nur mit großem Aufwand möglich. Das ist nicht immer nur eine Frage des Aufwandes an Kapital. Vielleicht ist es auch eine Frage von Sport oder Ehrgeiz oder Besessenheit. Vielleicht auch eine Frage des ein gutes Werk tun oder, und das nicht zuletzt, eine Frage des Eigennutzes. Ja, es scheint durch eine besondere Weltordnung bedingt, dass der ursprüngliche Eigennutz oft als Vorspann für den späteren Gemeinnutz oder, wenn man es so sehen will, für die sogenannten höheren Ziele herhält. Eine letzte Geschichte, die Bildergeschichte vom Äthylen, erzählt davon. Engländern gelang eines Tages eine große Erfindung. Sie komprimierten Äthylengas auf 1000 und mehr Atmosphären und erhielten so einen Kunststoff, Polyethylen, von billigem Ausgangsmaterial über ein billiges Verfahren zu einem wertvollen Produkt. Die Engländer hatten das Bild von der weltweiten Bedeutung ihrer Erfindung klar vor Augen. Doch dann Zweifel und Fragen tauchten auf. Konnte man eine Fabrik bauen, welche die ganze Welt belieferte? Mit welchem Geld? Und dann, würde das Patent für den neuen Kunststoff jede Konkurrenz ausschließen? Oder würde es durch neue Verfahren umgangen werden? Etwa von Konkurrenten mit größeren Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von Kunststoffen? Oder mit besserem Zugang zum Markt? In jedem Falle aber, höchstens 20 Jahre hält der Patentschutz für eine Erfindung. Dann ist sie vogelfrei. Und mindestens 5 von diesen 20 Jahren braucht man, um die Fabrikation in Gang zu bringen. Die Kraft eines Einzelnen reichte für diesen Wettlauf mit der Zeit nicht aus. Und so entschlossen sich die Engländer, auch andere ihr Patent benutzen zu lassen. Gegen Gebühr natürlich. Gegen Lizenzgebühr. Aus möglichen Konkurrenten wurden so Freunde. Lizenzverträge sind keine Einbahnstraßen. Erfahrungen fließen auch zurück, technische und wirtschaftliche. Es gibt so viele Kombinationen, auch hier, wie beim Schachspiel. Und auf solche Weise öffnete sich einer Erfindung in wenigen Jahren der gesamte Weltmarkt. Dieses letzte Beispiel umreißt eine neuartige Situation. Der Handel mit materiellen Gütern wird überlagert durch den Handel mit immateriellen Gütern. Finanzielle Verflechtung, geistige Verflechtung, Arbeitsteilung, Austausch von Erfahrungen über die ganze Welt. Und die Welt kann dieser Entwicklung nicht ausweichen. Dazu Intermezzo Nummer 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Patente eines Fachgebietes in einer Hand sind, ist gering. Große Erfindungen beruhen nicht nur auf einem Patent. Wirtschaftliches Denken veranlasst die angewandte Forschung zur Lizenzvergabe. Lizenzvergabe verhindert Monopole. Toleranz ist nicht nur eine Tugend. Sie ist auch eine hohe Form der Klugheit. Zusammenarbeit nimmt in der Industrie einen genauso hervorragenden Platz ein wie Konkurrenz. Eine Infrastruktur der Weltwirtschaft. Ende des zweiten Intermezzo. Und Ende der Untersuchung der sogenannten angewandten Forschung. Wir sind am Ziel der industriellen Forschung, am Markt. Aber diese Art von Forschung würde auf die Dauer steril. Wäre da nicht ein Lieferant an grundlegenden Anregungen? Die Grundlagenforschung. Grundlagenforschung wird im Wesentlichen an Hochschulen und an unabhängigen wissenschaftlichen Instituten betrieben. Die Probleme der Grundlagenforschung sind primär marktfern, können also nicht unmittelbar in verkaufsfähige Güter umgewandelt werden. Grundlagenforschung arbeitet also ohne Gewinn. Warum tut sie das?
und wonach forscht sie? Was ist überhaupt das Grundlegende der Grundlagenforschung? Drittes und letztes Intermezzo. Grundlagenforschung ist sie ein raffinierter Zeitvertreib, dem intelligente, aber irgendwie exzentrische Menschen nachgehen? Nein. Sie ist Studium der Naturgesetze um ihrer selbst willen, ohne Rücksicht darauf, ob die Erkenntnisse daraus je angewandt werden können. Studien über die Entstehung von Sterngesellschaften. Studien über die Gesetze des Pflanzenwachstums. Studien über die Struktur von Kristallen. Erkenntnis also um der Erkenntnis willen? Also weltfremd? Nein. Grundlagenforschung ist mit der angewandten Forschung verkoppelt. Angewandte Forschung bleibt leistungsfähig, weil Grundlagenforschung sie mit grundlegenden Erkenntnissen versorgt. Grundlagenforschung ist somit Voraussetzung für angewandte Forschung. Angewandte Forschung trägt den Wettbewerb aus, aber Grundlagenforschung ermöglicht ihn erst. Angewandte Forschung ist Schachspiel mit bekannten Figuren und Regeln. Grundlagenforschung bringt neue Figuren und neue Regeln ins Spiel. Angewandte Forschung ist Denken für heute. Grundlagenforschung ist Denken für morgen. Die verwegenste Fragestellung an den Geheimnisvorrat der Natur ist gestattet. Und so leiten sich alle epochemachenden Erfindungen aus der Grundlagenforschung ab. Grundlagenforschung kann nicht patentiert werden. Ihre Ergebnisse sind weltweit zugänglich. Und sie bewirkt so, dass alle angewandte Forschung im Ursprung zusammenhängt. Die moderne Wissenschaftswelt stellt sich dar als eine Armee von Physikern, Chemikern, Biologen, Ingenieuren und Technikern mit einer dünnen Schicht schöpferischer Individualisten für die richtungweisende Tätigkeit. Jene Zeiten sind vorbei, in denen die Wissenschaftler auf Waldspaziergängen philosophierten. Die Forschung hat ihr Wesen von Grund auf geändert. In einem Museum steht in der Abteilung für Musikinstrumente ein sogenannter Musikautomat. Ein besonderes Gebilde, ein Gebilde von besonderer Herkunft. Es stellt nämlich weniger einen Musikautomaten dar, als vielmehr ein Symbol für die einstmals übliche Förderung von Wissenschaft und Technik. Auftrag irgendeines Fürsten an einen begabten Techniker. Ein Baum mit künstlichen Vögeln. Was ist aus dieser Förderung der Wissenschaften geworden? Was hat sich aus dieser Groteske ihrer Nutzanwendung entwickelt? Die Forschung ist eine Kraft geworden, die letztlich alles über den Haufen rannte. Die starre Ordnung der Zünfte, Stände und Staaten ging unter. Die Wissenschaft mit ihren technischen Konsequenzen hat das bewirkt. Heute muss sich die menschliche Gesellschaft ständig neu orientieren. Und die Intervalle dabei werden immer kürzer. Diese Revision der geltenden Werte und Begriffe ist zu einem Dauerzustand, zu einer geistigen Haltung überhaupt geworden. Die alten Ordnungen stehen im Museum. Der Automatenvogel. Aber die Drachen steigen. Der gefesselte Kolibri. Doch das Gebilde aus Holz und Leinwand überfliegt den Olymp. Der künstliche Vogel hat Sehnsucht. Nach einem Flug in den Weltraum. Die Welt der voraussehbaren Zukunft wird eine wissenschaftlich-technische sein. Sie wird eine weltweite Zusammenarbeit unumgänglich machen. Wissenschaft und Technik haben, während die Politiker immer noch nach Formulierungen suchen, die Grenzen längst übersprungen. Es sind zu eng gewordene Grenzen. Aber das ist noch etwas anderes. Das hier sind die letzten Bilder unseres Films. Eine Art Nachtrag zum Thema. Es sind Fotos von irgendwelchen Kriegsschauplätzen. Es sind die üblichen Bilder, eben Krieg. Die Geschichtsschreibung war im Grunde nie etwas anderes als die Beschreibung von Kriegstaten. Demzufolge müsste eine Menschheit ohne Kriege eine Menschheit ohne Geschichte sein. Glückliche Völker haben keine Geschichte. Leider ist das nur ein Sprichwort. Aber es gibt zumindest Gründe anzunehmen, dass die Auseinandersetzungen der Zukunft anderer Art und auch von Kriegern anderer Art ausgetragen werden. Wissenschaftlich-wirtschaftlicher Wettbewerb ist die Auflösung des großen blutigen Kampfes in kleine, unblutige, aber immerwährende Kämpfe.
Vielleicht werden so die menschlichen Gruppen einmal geschichtslos, also ohne Kriege leben. Aber, und das könnte eine Zielsetzung sein, nicht in einem Frieden der Gewalt oder des Mitleids, sondern in einem Frieden des geistig-kämpferischen Gleichgewichts. Wenn man so will, in einem heißen Frieden. Ende unserer Überlegungen über das behandelte Thema.